So Leute, heute wird es weiblich. Weil ja. Young Link ist eine Frau. Nein. Aber ganz ehrlich, ja noch. Hobbeluff, Zelda, Peach und Young Link. Er ist wirklich eine Frau. Hey. Ja, komm, machen wir die erste Reihe komplett. Peach. Peach. Ich bin dafür, wenn wir die Motoren den ganzen Schimpfwörter nicht auspiepen, sondern auspeachen. So, dieses Cha? Ja. Oh, elegant. Das finde ich an Peach eigentlich richtig geil. Dass sie kochen kann. Nein. Ja, läuft. Also, so als Zuschauer muss ich ehrlich sagen, ich fand's klasse. Ja. Schweißhände hast du sogar dafür bekommen. Ja. Und feste Größe. Ja, ich stand fest auf dem Boden, ist er gefallen. Ich dachte, du wolltest noch was machen, aber sag ich zu gut aus. Ah, ich hab's mir immer gewusst. Peach und. Das ist so geil. Der Tennisschläger war das Beste. Dass ich reich bin. Der Kick ist eigentlich ganz gut. Ja. Donkey Kong, hau ab! Mensch! Ja, vor deinem Mann Bowser? Ja, deswegen, wollte ich das sagen. Ich hab schon immer gewusst, Bowser und Peach stecken nur an einer Decke. Ja, ja. Wer ist doch so blöd und lässt sich 10-mal kidnappen? 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 Kidnappen. Kidnappen. Kidnappen? Was denn sonst? Oh, wir kidnappen uns immer an Herzen denken. Oder? Kitten. Ja. Kitten und Ketten. Und Nippen. Wie mach ich das da kaputt? In Ordnung? Nein. Oh, das ist aber geil. Kannst du reflektieren. Ja, einfach hinfliegen. Und dann nimmst du einen Schirm und tust unten landen. Jetzt kannst du ja hingleiten. Ja, fast. Genau, du springst also ein bisschen weiter runter, dann gleitest du hoch. Und dann gleitest du jetzt dort runter. An diesem Stein vorbei. Ey, ich war auch drauf. Ich hab's nicht genau gesehen, Junge. Aber ich glaube, du warst ein Stück vorbei, ne? Ja, machen wir Yoshi. Aber die Theorie war perfekt. Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, jetzt trotzdem irgendwie ausmachen müssen. Oder erst die anderen. Oh, diesen Ball muss man noch spielen können. Ja, da ist der Golfschläger. Oh nein. Hey, Mine. Ja, aber da war gerade ein Pokéball, oder? Ich hab ihn auch gesehen. Ja, ich ja. Ich ja! Ja! Boom! Was? Was zur Hölle war das? Das meine ich doch! Irgendwie schafft es Yoshi, manchen Schlägen auszuweichen, wo normale andere Charaktere getroffen werden. Aber das war jetzt echt komisch. Also, er hat ja. Das kann man uns nochmal in einem Replay angucken. Ich glaube, er hat trotzdem nochmal das Schild gezückt. Sie müssen das aber eine Millisekunde gemacht haben, oder? Ja, gut. Das ist halt. KI. KI, das ist übelst nervig. Oh, ist die Kapsel. Nicht, das ist voll Gemüse. Die Frucht! Ja. Die Frucht! Das ist keine Frucht, das ist doch ein Rettich, oder? Stimmt, das würde es haben. Friss Rettich, Junge! Das war dein Gemüse! Ah, ah. Das war so klar. Ein Hoch auf meine Kapseln! Und Gemüses! Gemüses? Gemüses! Ja. Los Gemüses! Los Gemüses! Wir haben noch kein Leben verloren. Also, mit Peach. Ja gut, Peach ist halt, die kann nicht sterben, dadurch, dass sie komisch fliegt. Bestimmt. Vor zu halt. Vor zu hoch. Vor zu halt. Vor zu hoch. Wie oft willst du es noch versuchen? Ah, fuck! Das weißt du, wie es hier immer geht, ja? Ich sterbe mal kurz. Ja, in dem Level sollst du gerade nicht sterben, du kannst nicht fliegen. Aber du kannst dich auch verprügeln lassen. Fuck! Ja, ne, Pokéball. Also, ich hab grad so gesagt. Fuck, ein Plattform. Oh ja, den hatten wir auch noch nicht. Das hätte eigentlich nutzen können, dass der kleine andere weg war. Ja.
Oh! Jo! Jetzt! Einer ist weg. Ja, nee, beides noch da. Okay. Das war halt der falsche, also hätte ein Tennisschläger gehabt, wäre ja doch Tennisschläger. Wir wären tot gewesen. Die Bratwurst vom Geräusch her ist geilst. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh! Ich krieg die Krise. Ist das Verhöhnung eigentlich? Ich glaube auch. Kann ich das Spiel verklagen? Das ist. Du hast aber die Runde perfekt beendet. Geil. Ey, wir hätten das echt jetzt mal ohne ein Leben zu verlieren schaffen können. Und warum schon wieder Ness? Hallo Schöne. Ey. Unschlecht. Bam! Jump! Achtung, Auto! Nice. Oh oh. Das würde ich schon machen. Ich weiß nicht. Scheiße, rote Schildkröten. Die nerven immer sowas von extrem. Das klingt immer noch da unten. Oh! Verdammt, wäre die Plattform nicht weggefallen? Das Problem ist, das bringt uns das Leben nicht wieder! Aber du machst eine gute Zeit, muss ich sagen. Peach ist eigentlich echt abartig. Er kommt halt eigentlich immer wieder. Das Schlimme ist ja eher, dass du in der Eisclimber-Welt noch angeknutscht hast, den verlierst du leer. Und dann hast du ja verloren. Das stimmt. Aber wenn ich aber so dämlich der Erinnerung durch, durch die Plattform gefallen bin. Naja. Jetzt könntest du zum Beispiel, glaube ich, den unteren Weg super nehmen. Na klar, weil ihr durchschneidet. Das war fast stark gewesen. Boah. Ist das wirklich eine Statue? Ja, ich bin eine Schildkröte. Unten war die, oder? Ja. Ach ne, da ist was anderes. Ah, das war blöd. Dann lass los. Ja. Du musst auch manchmal loslassen, Benny. Doch nicht einen unteren genommen? Hä? Minder mal. Nee. Kannst du da schön durchfliegen? Du kennst doch das, Mensch. Das funktioniert doch super. Richtig, besonders wenn man in der Lava steht und sich denkt so, ach, eigentlich tue ich gar nicht mehr weh. Also wir haben es wirklich bis jetzt noch mit keinem geschafft, bis ganz hinten zu kommen. Mit einem fast. Wo wir dann damit gerade erreicht haben. Oh, und nachher gegen den Spaß. Der rennt mir schon seit Jahren hinterher. Ey, echt, da hilft alles nichts. Bratpfanne. Da versteckst du dich schon bei Riesenschildkröten, um ihn abzuschrecken, weißt du? Und selbst das bringt nichts. Aber so oft, wie du ihn auch immer dein Hinter dem Gesicht raus, weißt du? Naja. Und dann sagen, nee, nee, ich will nichts von dir. Hier, mein Hinter. Naja. Das ist die Taktik der Frauen. Der hat sogar zaubern gelernt, deswegen dieser gelbe Umhang, weißt du? Nur für dich. Haha. Ja. Siehst du? Oh, der steht tatsächlich auf deinen Arsch, weißt du? Du stehst mit dem Gesicht vor dir, der macht den Umhang und klotzt auf deinen Hinter. Ja, perverser. Eindeutig. Ach, aber der fehlt ein bisschen der Bums hier. Bei Peach. Ja, ja. Kriegst du nicht. Das ist was zu haben, glaube ich, dauernd ausweichen. Das stimmt. Boah, fuck. Oh, schade. Ja, das war halt eine Bratpfanne, ne? Ist Gold. Hat die da auch gerade mit dem Hintern weggestupft? Ja. Nochmal ein bisschen Verhöhnung. Naja. Da wär fast tot gewesen. Ich kann zeig dir das, was du in lange Zeit nicht sehen wirst. Oh man, kannst du dich erstmal umkriegen? Warum dich? Nicht dich, den! Uiuiui! Ich hab mich umkriegen lassen. Ich hab den nicht weggekriegt! Ich weiß. Heulung. Das ist wie bei dir, wenn du ein Eisclimber hast. Das ist krass, oder? Da wirst du gekillt und mit dem nächsten Schlag ist vorbei. Oder du musst nicht mal einen Schlag setzen. Und du wirst verhöhnt, ja. Das ist manchmal auch so. Das ist immer böse. Was passiert eigentlich, wenn man hier diesen Schlumpf, Toad, diesen Schlumpf, Schlumpf? Was für ein Schlumpf? Nimmt und dann sozusagen die Attacke
Hat er Schaden bekommen? Nee, ich glaube nicht. Das ist ja so wie eine Alles-Abwehr, oder? Ja, na, erstens eine Alles-Abwehr und dann halt auch Reflexion. Hm. Kannst du auch testen, wenn die Schüsse kommen? Hab ich ja gerade gemacht. Nee, na, wenn er hier diese. Hast du gerade mit den Schüssen gemacht? Ja, da hab ich da sogar abgewehrt. Hm. 4 Minuten 16. Ich hab keinen Plan. Ich auch nicht. Oder ob es eine bestimmte Punktzahl ist. Oder einfach nur. Oder vielleicht. Eine schlechte Attackenauswahl. Ich weiß. Eklig. Und mach. Ich dachte, die machen jetzt noch eine Kombo zusammen. Oh, eben. Na, oder vielleicht. Na gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht irgendwas damit zu tun hat, wie du zum Beispiel. Ein vorhergehendes Level abgeschnitten hast, weißt du? Fuck, Alter! Ja, ich auch nicht. Nee, ich hab keine Idee. Fehlen dir einfach die Ideen. Geil, das nein. Bam. Das Aufspann des Regenschirms macht auch Schaden? Ja, ja. Überragend. Üben wir drüber. Aha! Oh, das ist toll. Oh nein, das war's. Was ist denn Schluss dessen? Ich hatte schon mit meiner. Oh. Oh! Das war's. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe auf die andere Hand geguckt. Sogar mein Kampfpunkt. War nicht mal so wenig, wollte ich gerade sagen. Nein. Fuck. Okay. Erste Down. Was ist das? Krabbel ran. Ich bekrabbel. Merke ich schon. Ah, die sitzt tiefer als die andere Hand, oder? Also in ihrer Grundhaltung. Und dann? Ja, die ist schneller vor allen Dingen. Das ist er. Weht ihr? Alter Schwede! Das sind Elemente, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Nee, da geh ich nicht hin. Nö, nö. Das erste geht. Das erste ist so ein komischer Antwortschlag und dann. Das ist einfach übelst schnell. Oh, 49, jetzt kommen wir die normale hin. Grabbel! Ja, sehr gut. Sie macht aber übelst schnell die Attacken hintereinander. WTF, was ist das? Oh, Erdbeben. Zum Glück habe ich gerade den anderen Skill gemacht. Weg, 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 weg! Oh! Bin schon nach oben. Nochmal. Ich dachte, ich stürze jetzt auf jede Tiefe. Alter Schwede, ich konnte nicht mehr reden. Wir haben es geschafft. Oh, mein Leben ist komplett. Nein, das ist nicht. Oh. Unglaublich. Man hat eine Zeitbegrenzung sogar noch? Ja, klar. Gott. Ich war jetzt gegen Ende auch noch komplett still. Crazy Hand Go. 80.000, nicht schlecht. Klassikmeister. Oh Mann, ey. 200% Schaden. Hintermann, ja gut, es gibt nicht so viel. Aber das multipliziert sich irgendwie. Jetzt habe ich vor uns, muss man am Ende gucken, da war irgend so ein Malzeichen noch. Jetzt haben wir auf immer
Was waren die Nummer? Ah, ne, die normalen Scores waren auch 500.000. Ja. Ja, gut, dann passt's wieder. Puh! Nicht schlecht, nicht schlecht. Wieder generell war ich auch relativ still, weil es war einfach noch spannend, gerade noch zuzugucken. Nee. Alter Schwede. Aber wirklich, dadurch, dass Peach immer wieder auf die Plattform kommt, da hast du da echt Vorteile. Das stimmt, ja. Da fehlen natürlich die starken Attacken noch. So. Ah, ziehen. Links, rechts, oben, unten. Ha, hab ich getroffen. Hier, links, rechts. Oh, ist die Crazy Hand Statue drin? Mal gucken. Könnte natürlich sein. Erstmal gucken, ob wir nochmal irgendeinen Typ endlich mal kriegen. Das wäre noch cool, ja, stimmt. Zwei Charaktere haben wir bis jetzt. Nicht wirklich viel. Ja. Mal schauen. Nee, Peach-Trophäe. Peach. Und nix weiter. Ja, gut, die ganze Anstrengung. Aber die Trophäe gibt's, glaube ich, so, die Crazy Hand. Aber das ist halt dann wahrscheinlich für irgendwas anderes. Gut. Mit diesem wunderschönen Erlebnis mal und nicht mit einem Fail verabschieden stimmt, wir uns mal. Ja, kein einziges. Ja, du müsst nicht nochmal Continue machen. Ja, ja. Das ist, und dann noch Crazy Hand, also das ist sehr positiv, muss ich sagen. Wir sollten aber aufhören, oder? Für immer. Für immer. Wir machen dicht. Wir machen zu. Es war schön mit euch, Leute. Ja. Wir sehen uns später wieder. Zur nächsten Folge. Ja, jetzt sind bestimmt einige traurig. Wir haben mich schon gefreut, dass wir endlich aufhören. Ja. Aber den Gefallen tun wir euch nicht. Ja. Also in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao.